Ich rufe auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der AfD hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Demonstrationsrechte von Frauen stärken. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Carsten Hilse für die AfD-Fraktion. Ja, meine Damen und Herren, es ist üblich, dass diejenige Fraktion, die die Aktuelle Stunde beantragt hat, auch die erste Rednerin oder den ersten Redner stellt. Jetzt ist es im Falle der AfD der Abgeordnete Carsten Hilse. Jetzt Mut zur Lücke haben. Offenbar scheint Herr Hilse noch nicht anwesend zu sein. Doch, da kommt er gelaufen. Jetzt also geht es hier los mit der Aktuellen Stunde. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Hilse. Entschuldigung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Am 17. Februar 2018 hat die Demokratie in Deutschland schweren Schaden erlitten. Das im Grundgesetz verbriefte Demonstrationsrecht wurde durch die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung ausgehebelt. Helfer waren die Berliner Polizeiführung, linke Politiker und die demokratiefeindliche Antifa. Die von Leyla Bilge, einer Kurdin, die gegen Kinderehen kämpft, die sich für menschenwürdige Verhältnisse in Flüchtlingslagern einsetzt, angemeldete, von mehreren Frauenrechtsinitiativen unterstützte Demonstration, wurde durch die oben genannten Akteure aktiv behindert. Das ist nicht nur undemokratisch, das ist auch strafbewehrt. Nach circa einem Kilometer wurde der Demonstrationszug wegen einer Blockade von Linksextremisten gestoppt. Die Polizeiführung vor Ort beteuerte, dass die Blockade geräumt werde, dann könne es weitergehen. Aus jetziger Sicht bezweifle ich, dass das jemals geplant war. Geplant war aus meiner Sicht, diese Demonstration genau an diesem Ort zu beenden. Alternativrouten durch Seitenstraßen wurden abgelehnt. Nach circa 2,5 Stunden Blockierung musste die Anmelderin die Demonstration beenden. Die Abschlusskundgebung am Kanzleramt sollte trotz alledem stattfinden. Und jetzt wurde die Taktik der Polizeiführung wirklich bemerkenswert. Auf dem Weg zum Kanzleramt in kleinen Gruppen wurden wir immer wieder eingekesselt und aufgefordert, nach Hause zu gehen. Offensichtlich wollte man verhindern, dass sich zu viele Demonstranten vor dem Kanzleramt versammeln. Ich sage Ihnen, so etwas habe ich bei einer Demonstration noch nie erlebt. Sie, meine Damen und Herren, von Linke bis Grüne haben sich an diesem Rechtsbruch mitschuldig gemacht, weil ihre Mitglieder aktiv die Antifa unterstützen. Einige mit ihrer persönlichen Anwesenheit, andere, indem sie ihnen mit verbalen Ausfällen gegenüber Andersdenkenden die moralische Legitimation liefern. Von mehreren aktiven und ehemaligen Bundestagsabgeordneten wurde in verschiedenen sozialen Medien zu Straftaten aufgerufen. Andere Abgeordnete, wie zum Beispiel Frau Ley, twitterten ihre Freude darüber, dass das Recht auf Versammlungsfreiheit ausgehebelt wurde. Das nenne ich mal ein sehr spezielles Demokratieverständnis. Und natürlich gibt es keine vernünftigen Argumente dagegen, dass Frauen dafür demonstrieren, sich frei und ohne Angst im öffentlichen Raum bewegen zu können. Aber immer, wenn Links-Grüne keine vernünftigen Argumente haben, wird die Nazi-Keule ausgepackt. Die Frauen und Männer, die am Sonnabend auf die Straße gegangen sind, hatten so wenig mit Nationalsozialisten zu tun wie die SPD mit einer Volkspartei bei laut INSA gerade noch 15,5%. Aber auch Sie, meine Damen und Herren von CDU und FDP, sind nicht ganz unschuldig, weil Sie über Jahrzehnte hingenommen haben, dass die AfD die Antifa durch vorgelagerte Vereine finanziell unterstützt und Straftaten der Antifa nicht konsequent verfolgt werden. Haben Sie endlich den Mut, gegen dieses linke, verbrecherische Klientel konsequent vorzugehen? Und glauben Sie mir, meine Damen und Herren von FDP und CDU, die Antifa sucht Sie nur deswegen nicht heim, weil Sie die AfD im Fokus haben. Wenn wir die AfD als Hauptfeind nicht wären und Sie eine auch nur ansatzweise konservative Politik verfolgten, dann würden Ihre Büros zerstört werden, dann würden die Autos Ihrer Politiker brennen, dann würden Ihre Mitarbeiter angegriffen werden. Also seien Sie froh, dass es uns, die AfD, gibt, sonst müssten Sie unseren Part übernehmen,
sich beschimpfen, anspucken und angreifen lassen. Das ist nämlich für unsere Mitglieder Alltag. Den Polizeibeamten, die am Sonnabend vor Ort waren, möchte ich nur eins sagen. Diejenigen, mit denen ihr euch am Sonnabend, ob freiwillig oder höchstwahrscheinlich unfreiwillig, verbrüdert habt, hassen euch abgrundtief. Denen ist eure Gesundheit vollkommen egal und sie würden auch euren Tod billigend in Kauf nehmen. Das hat man bei den G20-Gipfeln gesehen. Und ich habe das in meiner über 30-jährigen Berufspraxis nicht nur einmal erlebt. Spätestens am 30. April werdet ihr, Polizisten, wieder aus deren Mündern ganz Berlin hasst die Polizei hören, werdet von denen mit Steinen, Flaschen und Böllern beworfen, gejagt und wenn ihr nicht auf euch aufpasst, verprügelt. Die Politiker, die euch am Sonnabend im Geiste auf die Schulter geklopft haben, verachten euch. Sie wollen euch dem Terror der Antifa ungeschützt aussetzen, indem sie euch zwingen wollen, Namensschilder zu tragen. Vereinzelt wollen sie euch gar unbewaffnet auf die Straße schicken. Liebe Kollegin, passt auf, wen ihr euch hier zum Freund nehmt. Im Gegensatz zur Antifa und ihrem politischen Arm in den Parlamenten wollen wir, dass ihr das Gewaltmonopol habt, dass ihr die Bevölkerung schützt und für Sicherheit und Ordnung sorgt. Und im Gegensatz zu denen wollen wir, dass ihr jeden Tag unverletzt zu euren Familien heimkehrt. Vielen Dank. Die Meinung von Carsten Hilse, AfD, war das. Nach ihm jetzt Marian Wendt für die CDU-CSU-Fraktion. Wir fahren fort in der Aktuellen Stunde. Demonstrationsrechte von Frauen stärken. Das Wort hat der Abgeordnete Marian Wendt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen von der AfD, seien Sie doch in dieser Debatte einfach ehrlich. Es geht Ihnen nicht um die Rechte von Frauen. Es geht Ihnen einfach um Provokation und Selbstbestätigung in der vermeintlich eigenen Opferrolle. Frauenrechte sind Ihnen doch im Kern überhaupt nichts wert. Und die vergangenen Monate haben das ganz deutlich gezeigt. Auf Bundestagswahlplakaten der AfD waren halbnackte Frauen unter dem Motto »Wir stehen auf Bikini« zu sehen. Das AfD-Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, Gunnar Lindemann, empfiehlt anderen Facebook-Nutzern preiswerte ukrainische Frauen. Und der in Mecklenburg-Vorpommern über die AfD-Liste gewählte Landtagsabgeordnete Arpe setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Er fordert die Vergewaltigung von Frauen und Kindern und ruft zur Tötung von Menschen mit anderer Meinung auf. An diesen Chats beteiligt noch weitere Landtagsabgeordnete ihrer Partei. Das ist pervers, das ist abartig und ich sage Ihnen, schämen Sie sich dafür. Zurück zum Frauenmarsch vom Samstag. Ja, Gewalt gegen Frauen ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Insbesondere, und das habe ich hier bereits mehrfach gesagt, haben einige junge muslimische Männer ein falsches Frauen- und Gesellschaftsbild. Dagegen helfen aber keine Worte und Demos, sondern der harte Rechtsstaat, den diese jungen Männer spüren müssen. Wir als Union haben die Zahl der illegalen Einwanderer auf unter 20% der Zahl des Jahres von 2015 gedrückt. Wir setzen auf Abschiebung von Straftätern und Gefährdern, auch von diesen Gewaltbereiten. Sie haben das gestern Abend wieder gesehen. Gestern Abend ging wieder ein Flieger nach Afghanistan. Und ich halte das für richtig und wichtig. Aber Sie hingegen denken ja, es braucht Pegida-Chef Lutz Bachmann, um die Frauenbewegung zu stärken. Zur Erinnerung, Bachmann wurde wegen Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl und Drogenhandel rechtskräftig verurteilt. Er unterhält dazu noch Verbindungen ins Rotlichtmilieu. Aber das scheint Sie ja nicht zu interessieren. Erst wird er beim politischen Aschermittwoch von Ihnen gefeiert und hofiert. Und nun stand er am Samstag auch in der ersten Reihe, um für die Rechte von Frauen in Berlin zu kämpfen. Meine Damen und Herren, da fällt mir nichts mehr ein. Aus meiner Sicht sind Sie, wenn es um die Unterstützung von Frauen geht, genauso glaubwürdig, wie die PDS für die Abschaffung der Reichensteuer kämpfen würde. Womit wir bei der anderen Seite wären. Der selbsternannte Frauenmarsch wurde durch Sitzblockaden gestoppt. Dabei hat die Berliner Polizei ihren Dienst ordentlich getan und durch 900 Einsatzkräfte die Marschteilnehmer von den Gegendemonstranten getrennt. Ein Dank
An alle Polizisten an dieser Stelle und den verletzten Beamten wünsche ich von hier gute Genesung. Die Polizei hat nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip gehandelt. Es waren mehr als 1.500 Gegendemonstranten vor Ort. Es wurde mit der Räumung angefangen, Festnahmen und Identitätsfeststellung erfolgten. Denn jeder hat das Recht, auch Sie als AfD, zu demonstrieren, und der Staat soll es Ihnen auch ermöglichen. Die Anmelderin selber hat aber die Demonstration dann beendet, obwohl die Räumungen bereits vonstatten gingen. Wieder einmal haben linksextreme Randalierer aus meiner Sicht hier vor Ort der Demokratie einen Bärendienst erwiesen und der AfD leider eine Steilvorlage für ihre Opferrolle geliefert. Dass mit Karin Ley und Charan Bayram linke und grüne Bundestagsabgeordnete dabei waren und die Gegendemos in den sozialen Medien gepriesen haben, muss an dieser Stelle auch gesagt werden. Es wäre klüger gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich zurückgehalten hätten. Die Sitzblockaden waren von der AfD einkalkuliert, damit sie nun wieder ihr Lieblingsnarrativ, die Opferrolle, spielen können. Es ging bei der AfD-Demo doch gar nicht um Frauenrechte. Eingeladen wurde doch jeder, der sich nicht nur um Frauenrechte Sorgen macht, sondern einfach jeder, der gegen die fatale Flüchtlingspolitik der Altparteien wettert. Und gekommen zur Frauendemo waren allein vor allem rechte Männer, die ihre Frauen vor anderen Männern schützen wollten. Der ausgelöste Polizeieinsatz und die Rangeleien zwischen Beamten und Gegendemonstranten waren ihnen dabei vollkommen egal. Sie können sich hier inszenieren als vermeintliches Opfer. Meine Damen und Herren, zum Schluss, ich habe es schon immer gesagt, es gibt keine friedlichen Sitzblockaden. Das ist Selbstjustiz. Straßenblockaden bleiben rechtswidrig und ihre Teilnehmer gehören geräumt, verhaftet und angeklagt. Wenn Sie, liebe Linke und Grüne, also meinen, das Unrecht, also mit Sitzblockaden zu bekämpfen, dann liegen Sie völlig falsch. Stattdessen sollten wir es mit Voltaire halten. Ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Vielen Dank. Marianne Wendt war das für die CDU-CSU-Fraktion am Ende mit einem klassischen Voltaire-Zitat. Weiter geht es jetzt mit der SPD-Fraktion, deren Abgeordnete Josephine Ortlepp hat das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Nun habe ich das zweite Mal innerhalb weniger Wochen die Chance, in einer Aktuellen Stunde über Frauenrechte zu sprechen. Aber wieder geht es nur darum, dass uns eine Gruppe, überwiegend Männer, erklären will, wie es um die Frauenrechte bei uns steht. Abermals schwingen sich die Abgeordneten der AfD zu den Beschützern des angeblich ach so schwachen Geschlechts auf. Aber wenn die AfD von Schutz redet, meint sie Ausgrenzung. Wenn sie über die Stärkung von Frauenrechten schwadroniert, geht es ihnen nichts weniger als um das Gegeneinander-Ausspielen von Menschen. Sie haben beantragt, über das Demonstrationsrecht von Frauen zu sprechen. Aber dass Frauen sehr gut in der Lage sind, für ihre Rechte zu mobilisieren, zeigen Kampagnen wie One Billion Rising. Vergangene Woche versammelten sich 60.000 Menschen allein in Deutschland in 179 Städten, um bei der Aktion One Billion Rising gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu demonstrieren. Ihren Protest drücken sie aus, indem sie rausgehen, um zu tanzen, sich zu erheben und um das Ende dieser Gewalt zu fordern. Ich war auch dabei und ich war auch froh, dass dort viele auch Männer waren. Männer, die verstanden haben, dass es darum geht, ungleiche Machtstrukturen aufzubrechen und sie nicht zu zementieren, so wie die AfD es will. Derzeit setzen Frauen überall auf der Welt eindrucksvolle Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, diese festgefahrenen Machtstrukturen endgültig aufzubrechen. Frauen führen, gestalten und organisieren friedliche Proteste und sie solidarisieren sich mit anderen Frauen weltweit. Ihr gemeinsames Ziel, eine gerechte Gesellschaft, die zusammenhält und die Gleichstellung von Frauen und Männern verwirklicht.
Besonders eindrucksvoll ist die Bewegung in den USA. Letztes Jahr gingen in Washington allein über 500.000 Menschen auf die Straße, um für eine Politik zu demonstrieren, die sich gegen Rassismus, gegen Gewalt an Frauen, gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Patriarchismus und die Diskriminierung der Geschlechter wendet. Denn Frauen erheben sich für Gleichberechtigung, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, Sicherheit und Freiheit und für die Rechte Geflüchteter und Migrantinnen. Und eins haben diese Proteste immer gemeinsam. Frauen wollen Menschenrechte und keine rechten Menschen. Sie und ihre Politik werden uns nicht spalten. Denn Frauen sind erfolgreich, wenn sie für ihre Rechte kämpfen. Und das nicht wegen, sondern trotz einer reaktionären Politik, die weltweit stärker aufkommt. Frauen erreichten durch Proteste und Demonstrationen Meilensteine in der Geschichte der Gleichstellungspolitik. Sie erkämpften das Frauenwahlrecht, die Strafbarkeit der Vergewaltigung und der Ehe und zuletzt die Verankerung des Grundsatzes Nein heißt Nein. Umso schlimmer ist es, dass die AfD nun zum wiederholten Mal hier im Deutschen Bundestag den vermeintlichen Kampf für Frauenrechte nutzt, um zu hetzen. Dem heißen Wind im Parlament folgt jedoch gähnende Leere auf der Straße. Ich frage mich, wo sind denn die Frauen, die Sie vertreten wollen? Bei Ihrem ominösen Frauenmarsch sehe ich sie nicht. Ich sehe aber die vielen Frauen, egal ob bei Großdemonstrationen oder durch ihr tägliches Engagement, die für eine Gesellschaft kämpfen, der es keine Rolle spielt, welche Herkunft, welches Geschlecht oder welche Religion ein Mensch hat. Es ist genau diese Bewegung von Frauen und Männern, mit der ich weiter demonstrieren und jede Form der Diskriminierung entschieden bekämpfen werde. Vielen Dank. Josephine Ortleb war das für die SPD-Fraktion. Weiter geht es mit Jürgen Martens, dem rechtspolitischen Sprecher der FDP. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Jürgen Martens für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der Sache hat die kryptische Themenwahl der Antragstellerin für diese aktuelle Debatte die Sache nicht leichter gemacht. Mit einer solchen Ansage macht man eigentlich einen Faktencheck kaum noch möglich. Aber das ist offenbar auch Absicht der Antragstellerin. Da sollte man sich eigentlich im Parlament mal fragen, ob man wirklich Debatten auf einer solchen Grundlage führen möchte, ob man sich dafür hergibt, dieses Schaulaufen in dieser Weise so zu fördern, meine Damen und Herren. Zu dem Vorfall selber, in der Tat, am 17.02. gab es eine Demonstration von, Sie nennen es jetzt mal, rechten Frauen, und diese Versammlung wurde gestört. Richtig. Aber das ist als solches nicht automatisch strafbar, entgegen Ihren Vorstellungen, meine Damen und Herren. Nicht jede Störung einer Versammlung ist als solche strafbar, denn auch der Gegenprotest in Seher und Hörweite einer Demonstration ist zulässig. Das ist Teil des Demonstrationsrechts. Eine Blockade ist auch noch nicht als solches strafbar, erst wenn sie eine bestimmte Intensität erreicht hat. Das ist hier möglicherweise der Fall gewesen. Ich sage jetzt mal, ich habe weder die Erkenntnismöglichkeiten noch die Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist im Zweifelsfall auch Sache der Gerichte, das festzustellen. Aber worum es mir politisch geht, ist die Feststellung, dass Sie diese Blockade, bei der die Polizei schon bereits begonnen hat zu räumen und damit offensichtlich auch verhältnismäßig vorgegangen ist, dass Sie das nehmen, um sich selbst jetzt als Opfer linker Blockierer darzustellen. Und damit bedienen Sie das gute alte Stereotyp, das immer wieder von Rechten und Rechtsextremen zu beobachten ist. Sie sind die armen Opfer. Nein, das sind Sie nicht. Sie sind mit Ihrem Marsch eben nicht die Opfer. Denn es ging ihm gar nicht um Frauenrechte, sondern es ging ihnen darum, gegen Migranten und diesmal dann insbesondere gegen die Spielform, gegen das Stereotyp des ausländischen Sexualstraftäters zu demonstrieren, meine Damen und Herren. Das ist eine der typischen Vorgehensweisen, die bei Ihnen anscheinend Programm ist. Und wenn Sie sich darüber beschweren, dass Ihre Parteianhänger bespuckt oder beworfen werden oder
gejagt werden. Da muss ich fragen, wer hat in dieser Republik eigentlich an vorderster Stelle eine solche Diktion und Wortwahl, eine solche sprachliche Kultur mit eingeführt? Nein. Die ja, aber Sie auch in besonderer Lautstärke, nicht immer auf andere zeigen. Gucken Sie in den Spiegel, dann wissen Sie, wer in diesem Land das politische Klima vergiftet, und zwar mit Ansage, mit Absicht und mit Plan, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, Sie werden dann als Folgerung daraus die Schlussfolgerung ziehen, als können Sie im Ende die Schlussfolgerung daraus ziehen, der Rechtsstaat als solches sei in Gefahr. Nein, das ist er nicht. Nicht aus einem solchen Vorfall. Der Rechtsstaat, er muss reagieren auf Rechtsverstöße. Der Rechtsverstoß ist quasi die Voraussetzung, dass überhaupt erst der Rechtsstaat gefordert wird. Denn sonst bräuchte man ihn nicht, wenn sich alle an das Recht halten würden. Auch da verkennen Sie etwas. Meine Damen und Herren, der Rechtsstaat als solches ist noch nicht in Gefahr. Der Rechtsstaat kann aber in Gefahr geraten, wenn wir nicht bereit sind, uns zumindest auf eine bestimmte Auseinandersetzungskultur zu einigen. Wie wollen wir uns denn im Rechtlichen, im Großen, vernünftig auseinandersetzen, wenn wir schon im Kleinen nicht in der Lage sind, auch nur vernünftig miteinander umzugehen? Die Rede von Jürgen Martens war das für die FDP-Fraktion, der hier der antragstellenden AfD vorgeworfen hat, das politische Klima in diesem Land zu vergiften. Weiter geht es jetzt mit Karin Ley für die Linksfraktion, die eine derjenigen Abgeordneten des Bundestages war, die an dieser hier beanstandeten Gegendemonstration teilgenommen hat. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich war am Wochenende bei der friedlichen Demonstration nicht in unserem Namen, kein Feminismus und Antirassismus. Ich habe mein Demonstrationsrecht als Frau wahrgenommen und ich bin froh, dass ich jetzt selber etwas dazu sagen kann. Jeder weiß ja, dass hinter diesem sogenannten Frauenmarsch die AfD steckt. Sie machen also eine Aktuelle Stunde zu ihrer eigenen Demo, zu einem sogenannten Frauenmarsch, bei dem interessanterweise nur Männer teilgenommen haben. Das ist an sich schon reichlich absurd. Ausgerechnet Sie, eine Partei, die die Errungenschaften der Frauenbewegung infrage stellt, die überall gegen den sogenannten Genderwahn polemisiert, spielt sich hier als Retterin der Frauen auf. Das ist doch lächerlich, meine Damen und Herren. Schauen Sie doch mal in Ihre eigenen Reihen mit einem Frauenanteil von gerade mal 11%. Schauen Sie in Ihr eigenes Programm. Sie wenden sich gegen Frauenquote, gegen Gleichstellungsbeauftragte, gegen den Ausbau der Frauenschutzhäuser in Ihrem Programm. Keine Spur. Das Wort Frauen kommt gerade 9-mal vor und Feminismus 0. Das passt ins Bild. Beatrix von Storch will, Zitat, dem Feminismus den Stecker ziehen und nimmt auch gerne mal an Demos von sogenannten Lebensschützern teil. Und der Berliner Landtagsabgeordnete AfD Lindenau pries unverhohlen und öffentlich die preiswerten Dienste ukrainischer Frauen. Meine Damen und Herren, das ist einfach nur ekelhaft. Und wenn man sich mit diesem sogenannten Frauenmarsch der Männer beschäftigt, dann wird ja schnell klar, als Täter sexualisierter Gewalt gelten bei ihnen Migranten und Muslime. Sie bemühen das Feindbild von fremden schwarzen Männern und als Opfer sehen sie ausschließlich weiße deutsche Frauen. Dabei sind die Opfer sexueller Gewalt nicht selten Migrantinnen. Und alle einschlägigen Studien belegen, dass die meisten Täter Partner, Ehegatten, Verwandte sind. Sie kommen aus allen Schichten, sie kommen aus allen Regionen. Es sind fast ausschließlich Männer. Nicht Muslim oder Christ, Deutsch oder Migrant ist die entscheidende Frage. Patriarchat und Sexismus, das ist das Problem und das müssen wir bekämpfen.
Es geht Ihnen nicht wirklich um Frauenrechte. Sie benutzen Frauenrechte, um Ihrem Hass auf Migranten und Muslime freie Bahn zu lassen. Das finde ich wirklich schäbig. Und dass es Ihnen nicht um Frauenrechte geht, das belegt auch der Shitstorm, den ich wegen meiner Teilnahme an der Gegendemonstration erhalten habe. Ich zitiere eine kleine Auswahl von über hunderten Kommentaren, die meist von hasserfüllten Männern stammen. Du Nutte, Schlampe, du dumme Hure wirst vergewaltigt und entsorgt, asoziales Inzestopfer, hoffentlich spaltet dir jemand deinen kleinen, dummen, blonden Schädel, verrecke ganz schnell. Und schließlich, ich wünsche Ihnen eine Vergewaltigung an den Hals und das täglich. Keinen Mann würde man jemals so beleidigen und so beschimpfen. Das ist einfach nur widerlich. Die Spitze des Eisbergs ist es nicht. Es gibt Kommentare dabei, die so beleidigend und so verletzend, so bedrohlich sind, dass ich sie im Hohen Haus nicht vorlesen möchte. Aber dem Staatsanwalt werde ich sie vorlegen. Darauf können Sie sich gefasst machen. Und das alles hat Methode. Diese rechten Trollfabriken, die suchen sich am Opfer, am liebsten junge Frauen, und lassen dort unverhohlen ihre Hasstiraden los. Aber sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich mich davon einschüchtern lasse. Und gestern, ja, was haben Sie damit zu tun? Gestern erschien eine Studie zu Hass im Netz, nachzulesen bei tagesschau.de. Kurzfassung: Eine Minderheit im Netz ist für die Mehrheit der Hasskommentare verantwortlich. Und diese, Zitat, ließen sich als Anhänger der AfD und der Identitären identifizieren. Diese Hater, das sind Ihre Anhänger. Und sich, anstatt sich hier permanent als Opfer zu inszenieren, kehren Sie vor der eigenen Haustür. Meine Damen und Herren, auch ich habe mein Demonstrationsrecht als Frau wahrgenommen, und zwar gegen die Instrumentalisierung von Frauenrechten für rassistische Hetze. Ich kann beim besten Willen nicht sehen, was daran falsch sein soll. Mein Dank gilt dem Bündnis gegen Rechts, dem Bündnis Aufstehen gegen Rassismus und allen, die dabei waren. Rassistischer Hass und Hetze darf keine Mehrheit finden, nicht im Netz, nicht in der Gesellschaft und auch auf der Straße. Das darf das keinen Durchmarsch machen. Vielen Dank. Karin Ley war das von der Linksfraktion, die eine Teilnehmerin an der Gegendemonstration war und die hier zum Teil vorgelesen hat, was sie, also ihr für Äußerungen ins Haus geschickt wurden. Weiter geht es jetzt mit Canan Bayram, Bündnis 90 Die Grünen, auch sie eine Teilnehmerin dieser Gegendemonstration. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich kann mich in vielem, was meine Vorrednerin gesagt hat, anschließen. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir beide vor Ort waren. Das heißt, wir wissen, worüber wir reden und welche Situation wir dort aufgefunden haben. Und ich will Ihnen mal tatsächlich berichten, dass der Anteil der Frauen auf dieser Demonstration Frauenmarsch in etwa dem entsprach der Frauen in der AfD-Fraktion, also irgendwas um die 10%. Und spannend war dann natürlich auch, dass man sich fragen muss, ja, geht man nicht demonstrieren, nur weil die AfD demonstriert und danach immer heult, dass sie nicht darf? Nein, es waren fast 2000 Menschen dort. Und die haben ganz klar gesagt, nicht in unserem Namen. Wir überlassen den AfD-Männern nicht, über Frauen zu reden und schon gar nicht über Frauenrechte. Und ich will auch noch mal sagen, man soll ja nicht so tun, als wenn Sie da Fragen gestellt hätten oder Antworten finden würden, wenn es um das Thema Gewalt gegen Frauen geht. Sie stellen die Frage, war es der Migrant, und finden die Antwort, ja, wer war es? Und im Anschluss haben Sie überhaupt keine Möglichkeit, sich mal wirklich inhaltlich mit dem Thema Prävention und wie gehen wir um mit Gewalt gegen Frauen zu beschäftigen. Und es wäre ja wirklich so, dass man sagt, ach, lass doch die AfD machen, aber das können wir nicht. Denn was Sie machen, ist doch, dass Sie Prävention verhindern. Sie verteilen doch alles ins
Gegenteil, wir müssen doch aufklären darüber, dass die meisten Straftaten im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen, von der Vergewaltigung über die Belästigung im Sinne von MeToo, über sexuelle Übergriffe im Nahbereich stattfinden. Die finden in Familien statt, die finden in Arbeitsverhältnissen statt. Und das ist doch nicht der böse, dunkle Mann auf der Straße, der die Mehrheit der Fälle ausmacht. Das können Sie keinem einreden, weil das gefährlich ist. Sie verhindern damit Prävention. Und dann ist es natürlich auch noch mal für mich so spannend gewesen, dass gerade die, die bekannt dafür sind, dass die Menschenrechte von Migrantinnen und Migranten, selbst mit deutschem Pass, nicht achten, auf einmal Frauenrechte für sich entdeckt haben. Ja, da frage ich doch ehrlich, wie wollen Sie Frauenrechte verteidigen, wenn Sie noch nicht mal Menschenrechte respektieren? Und klar und deutlich will ich sagen, für uns als Bündnis 90 Die Grünen ist Feminismus und sind Frauenrechte ganz klar gekoppelt an Mitsprache. Wir wollen die Hälfte der Macht, wir wollen überall mitreden. Wir wollen, dass Frauen selber über ihren Körper entscheiden. Und das unterscheidet uns von ihnen. Für sie geht es da nur um die Reduzierung der Frau auf ihren Körper und das Kinderkriegen. Und wir sagen nein, über ihren Körper bestimmen die Frauen selber bis dahin, ob sie Kinder bekommen wollen oder nicht. Und wir sagen auch ganz klar, dass es keine Gewalt gegen Frauen geben darf, dass wir alles tun dagegen. Aber dann ist es uns egal, von wem diese Gewalt ausgeht. Jeder, der Gewalt gegen Frauen anwendet, muss mit aller Härte des Rechtsstaates die Reaktion und die Ächtung der Gesellschaft spüren. Das ist deutlich. Und abschließend will ich doch noch mal ein paar Worte darauf verwenden, was für eine Strategie Sie hier haben, die so durchsichtig ist, dass sie ja teilweise wirklich schon albern ist. Ja, wir haben ja alle dieses geleakte Papier gelesen, bisschen skandalisieren, bisschen sich auf ein Thema draufsetzen, ne? Die Schlagworte Angst und Provokation, und daraus wird die AfD-Suppe. Und heute haben Sie sie in einer peinlichen Art und Weise gekocht, dass hier wirklich jeder sagen muss, ey, das ist so durchsichtig, ist euch das nicht peinlich? Abschließend will ich wirklich noch mal klar machen, dass ich mich bei allen bedanke, insbesondere den Frauen, die deutlich gemacht haben, dieser Frauenmarsch, Pseudo-Frauenmarsch, fand nicht im Namen der Frauen statt. Und ich freue mich, dass mit mir mein früherer Vorgänger sozusagen, der frühere Abgeordnete in meinem Wahlkreis, Hans-Christian Ströbele, sich mit mir gemeinsam auf diese Demonstration begeben hat. Denn das Absurde war ja auch noch, dass sie das Ganze in meinem Wahlkreis in Kreuzberg abgehalten haben, wo mir ständig Wählerinnen entgegenkamen, die sagten, wo kommen die eigentlich her? Canan Bayran war das Bündnis 90 Die Grünen, die der AfD hier Durchsichtigkeit vorgeworfen hat. Weiter geht es mit Ursula Groden-Kranich für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren! Das Grundgesetz sagt in Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dies kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Es bezieht sich aber nicht nur auf Frauen, es bezieht sich nicht nur auf Frauen, die hier geboren sind, es bezieht sich nicht nur auf nicht-muslimische Frauen, sondern auf alle Menschen, die hier in Deutschland leben, auf alle Frauen und auf alle Männer. Schön, dass sich ausgerechnet die AfD zur Verteidigung der Frauenrechte berufen fühlt. Im Wahlprogramm und in vielen Debatten hat sie ja noch ein sehr reaktionäres Frauenbild vertreten und eine gute alte Zeit glorifiziert, die es so überhaupt nicht gab und in der Frauen eben nicht selbstbestimmt leben konnten und nicht ihre Rechte hatten, die wir heute ganz selbstverständlich genießen. Rechte, für die Frauen jahrzehntelang hart gekämpft haben und die vor 100 Jahren beispielsweise in Deutschland im Frauenwahlrecht gemündet sind. Ich bin froh, dass Sie das nicht verstehen, das wundert mich echt nicht. Ich bin stolz und froh, dass meine Generation und die Generation unserer Kinder diese Rechte haben.
das Recht zu demonstrieren, einen Beruf zu lernen, einen Beruf auszuüben ohne die Unterschrift ihres Mannes, eine Religion auszuüben oder auch nicht, eine Familie zu gründen oder auch nicht, kurz ein selbstbestimmtes Leben in Würde und Freiheit zu führen. Ja, auch ich bin gegen eine aggressive Form des Islams, die ein frauenfeindliches Weltbild vertritt. Und ja, es ist für mich völlig inakzeptabel, wenn dieses Frauenbild in Deutschland gelebt wird. Sei es in Flüchtlingsfamilien oder islamischen Familien der zweiten Generation oder in welchen Familien auch immer. Und es gibt kein Recht, weder in Deutschland noch sonst wo, eine Frau aus verschmähter Liebe oder anderen Gründen zu ermorden. Aber ich glaube an den deutschen Rechtsstaat und an eine unabhängige Justiz und, wie schon gesagt, an unser Grundgesetz und ganz besonders an seinen Artikel 1. Wir können es uns einfach machen und hier die Bösen und da die Guten zu sehen. Aber die Welt ist nun mal nicht schwarz-weiß. Das wird die AfD auch noch lernen müssen. Wir müssen Probleme benennen und bekämpfen. Und Gewalt gegen Frauen ist ein Problem. Nicht nur in ausländischen Familien. Auch in deutschen Familien, die Sie immer so als Beispiel bringen, werden Frauen geschlagen und Kinder misshandelt. Aber einfache Antworten lösen das Grundproblem leider nicht und hätten es auch vor 3,5 Jahren nicht gelöst. Wenn es darum geht, den deutschen Rechtsstaat zu stärken und für Menschenrechte einzutreten, gerne auch besonders für Frauenrechte, gibt es hier im Haus eine ganz breite Mehrheit. Der dürfen Sie sich gerne anschließen. Aber Frauenrechte stärken ist jetzt nicht das, was beispielsweise am Montag hier im Tipi geschehen ist. In einer Gesprächsrunde der Antidiskriminierungsstelle zum Thema Kultur will Wandel über sexualisierte Gewalt in der Filmbranche sind plötzlich junge Frauen aufgestanden, und statt auf diese Debatte einzugehen, sind diese Frauen einer rechtsgerichteten Kampagne aufgestanden und haben, ohne das Rederecht der anderen zu akzeptieren, sich mit Bannern und ohrenbetäubendem Lärm ihrer eigenen Thesen bedient. Diese Art von fehlender Debattenkultur stärkt jedenfalls kein Frauen- und kein Demonstrationsrecht, sondern schadet jeder sachlichen, kontroversen Debatte, um die es doch angeblich geht. Wer selber laut und vehement das kritisiert, was ihm nicht gefällt, der muss auch damit leben, dass andere wiederum diese Kritik kritisieren und genauso von ihrem Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch machen. Denn hier gilt buchstäblich gleiches Recht für alle. Ich bin überzeugt, wir müssen keine Demonstrationsrechte von Frauen stärken und auch keine von Männern. Das ist in unserem Grundgesetz geregelt. Wir müssen unsere Rechte leben, schützen und bewahren, die wir hier in Deutschland bereits haben. Für alle Frauen und für alle Männer. Dafür bin ich gewählt worden von Frauen und Männern und dafür setze ich mich ein. Danke schön. Die Rede von Ursula Groden-Kranich war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Elisabeth Kaiser für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Aktuelle Stunde fügt sich ganz typisch in die schon bekannte Performance der AfD hier im Bundestag ein. Egal in welchem Politikfeld wir uns bewegen, die AfD offenbart bei jedem Anlass ihr Profil einer fremdenfeindlichen und populistischen Partei. Aber das kenne ich schon aus Thüringen. Die AfD gibt in ihrer Aktuellen Stunde Demonstrationsrechte von Frauen stärken 3 Dinge vor. Zum einen, dass sie sich für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern einsetzt. Zum anderen, dass Gewalt gegen Frauen für die AfD ein Thema sei. Und schließlich, dass sie sich für Demonstrationsfreiheit in Deutschland stark macht. Aber wir alle wissen ja doch, das ist nur Makulatur. Die AfD versucht vielmehr, mit ihrer Demonstration am Samstag in Berlin und mit der heutigen Aktuellen Stunde Feminismus für ihren rassistischen Populismus zu instrumentalisieren. Ich will das hier im Folgenden kurz erläutern.
Am vergangenen Wochenende hat die AfD-Politikerin Laila Bilger einen sogenannten Frauenmarsch in Berlin initiiert und suggerierte, der Tenor der Demonstration sei die Selbstbestimmung von Frauen gegen Gewalt und Übergriffe. In der Praxis richtete sich die Demonstration aber nur gegen die Tätergruppe mit dem Profil Mann mit Migrationshintergrund und Muslim. Und genau hier lässt sich die wahre Absicht der AfD-Abgeordneten erahnen. Laila Bilger ist Ex-Muslima und gehört der sogenannten Neuen Rechten an. Sie redete schon bei Pegida in Dresden und fiel letztes Jahr im November in Leipzig mit einem Redebeitrag bei der Konferenz des rechtspopulistischen Magazins Kampakt auf. Ihr politisches Profil gibt Rückschlüsse darauf, dass wir es hier nicht mit einer Feministin zu tun haben. Der AfD-Politikerin Bilger geht es vielmehr darum, unter dem Deckmantel des Feminismus Anhänger für ihre rechte Hetze in neuen gesellschaftlichen Gruppen zu mobilisieren. Und so ist es auch nicht verwunderlich, das zeigen auch Bildaufnahmen, dass die Demonstration am Samstag eher eine von Rechten war als eine Demonstration für die Rechte von Frauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Demonstrationsrecht ist in Deutschland ein hohes Gut und wird als Versammlungsfreiheit in Artikel 8 des Grundgesetzes garantiert. Und dieses Recht steht allen zu und ist ein wichtiges Kennzeichen unserer Demokratie. So wie die große demokratische Mehrheit in unserem Land toleriert, dass die AfD demonstriert, müssen Sie von der AfD tolerieren, dass auch gegen die AfD demonstriert wird und so die demokratische Mehrheit die Scheinheiligkeit ihres Vorgehens offenbart. Ich danke daher ausdrücklich den friedlichen Gegendemonstranten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, legen wir doch mal die Fakten auf den Tisch. Sexualisierte Gewalt ist kein importiertes Phänomen, so wie die AfD das gerne suggeriert. Sie ist ein patriarchales Phänomen. Deswegen gilt es auch, jedwede Form von Gewalt gegen Frauen zu ahnden und zu sanktionieren. Egal, von wem sie ausgeübt wird. Ob deutsch oder nicht, ist es völlig egal. Und sagt es auch, und belegen auch die Studien, die allermeisten Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Frauen stammen aus dem Bekanntenkreis und dem direkten familiären Umfeld von Frauen. Glaubt denn die AfD wirklich, dass die Menschen auf der Straße, die Bürgerinnen und Bürger hier im Saal und zu Hause vor den Fernsehgeräten Ihnen diese Maskerade noch abnehmen? Denn bisher fiel die AfD in keinster Weise dadurch auf, dass ihr die Rechte von Frauen am Herzen liegen würden. Ganz im Gegenteil. Vielmehr hat die AfD jegliches Engagement in dieser Hinsicht als Genderwahn bezeichnet und eine Debatte dazu als überflüssig deklariert. Und ich kann mich noch gut auch an die Worte Ihres Thüringer Kollegen Björn Höckes erinnern. Ich zitiere, wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde. Ende des Zitats. Die Kolumnistin Margarete Stokowski vom Spiegel Online kommentierte Höckes Tiraden so. Mal ist Männlichkeit eine Gefahr, mal eine Notwendigkeit, mal das Schlimmste an den Flüchtlingen, mal die Waffe, die ergriffen werden muss. Das ist unlogisch. Ja, und damit hat sie recht. Die AfD-Politiker Laila Bilger und Björn Höcke versuchen, Meilensteine der Frauenrechte mit ihrer rassistischen Rhetorik zu verknüpfen. Und es liegt doch auf der Hand, dass das nicht funktionieren kann. Feminismus und Antirassismus lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. Vielen Dank. Elisabeth Kaiser war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Stefan Brandner. Stefan Brandner ist Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundestages. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle heute. Vielleicht fühle ich mich als Frau. Dazu komme ich gleich noch. Meine Damen und Herren, es ist mal wieder an der Zeit, ein bisschen Niveau, Herr Kollege, in diese Debatte zu bringen. Deshalb stelle ich an den Anfang einen Gruß auf die Tribüne, wo einige Augenzeuginnen der Zustände am letzten Samstag sich befinden. Stellvertretend dafür begrüße ich Frau Angelika Barbe. Ich habe sie gefragt, ob ich sie begrüßen darf, von der CDU, die mir gerade vor der Tür noch erzählt hat, wie schockiert sie über das war, was sich da auf den Straßen von Berlin am letzten Samstag ereignet hat. Frau Barbe, herzlichen Dank, dass ich Sie von hier vorne erleben darf oder erwähnen darf.
Meine Damen und Herren, eine Gruppe von Frauen ruft Gleichgesinnte auf, in der Hauptstadt für Menschenrechte und gegen Unterdrückung und Gewalt auf die Straße zu gehen. Viele Frauen und auch einige Männer, Frau Bayram, reisen daraufhin aus dem ganzen Land an, bringen Plakate und Transparente mit und verbinden mit der Demonstration große Hoffnungen für eine sichere Zukunft in einem Land, in dem sie bislang gut und gerne lebten. So könnte ein Bericht aus dem Irak, aus der Türkei, aus Afghanistan oder aus einem anderen Land, was rückständig ist, was die Gleichberechtigung der Frau angeht, beginnen. So beginnt aber kein Bericht aus diesen Ländern, meine Damen und Herren, sondern so beginnt ein Bericht aus Deutschland im Jahr 13 nach Merkels Amtseintritt. Einem, was Demokratie und politische Vielfalt und Rechtsstaatlichkeit angeht, inzwischen mehr als rückständigen Land auf dieser Erde. Einem Land, meine Damen und Herren, in dem viele Bürger Demonstrationen schon seit Jahren als einzige Chance sehen, um ihren Meinungen öffentlich Nachdruck zu verleihen, um Meinungen Ausdruck zu verleihen, die abweichen von dem, was wirklichkeitsfremd und gehirnwäscheartig und vom euphemistisch sogenannten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in Wirklichkeit nichts ist als ein Staatsfunk, gesendet wird. Meine Damen und Herren, ein Staatsfunk, für den wir Bürger 8 Milliarden € im Jahr zahlen müssen. Ansonsten gehen wir in den Knast, meine Damen und Herren. Ein Staatsfunk, der verbandelt ist von oben bis unten mit den Herrschenden in diesem Land. Und er verbandelt ist auch mit der Presse, die von wenigen in diesem Land beherrscht wird. Übrigens interessanterweise auch von einer ehemaligen Volkspartei, die zurzeit der politischen Schwindsucht anheimgefallen ist. Ich meine jetzt nicht die CDU, die CSU, ich meine die SPD, die steuert natürlich das ganze Medienimperium in Deutschland. Und um gegen diese Einheits-, mit TZ, einheizenden und Einheitsmedien vorzugehen, haben sich Menschen, viele Frauen, am letzten Samstag in Berlin versammelt. Die Demonstration, die geplant war, konnte aber nicht stattfinden, weil sie gestoppt wurde von hassgetriebenen Wutbürgern und Straßenterroristen, von denen viele in den 13 Jahren in Deutschland unter Merkel sozialisiert oder eben nicht sozialisiert wurden. Aber nicht nur diese in ihrer demokratischen Entwicklung zurückgebliebenen Merkel-Sozialisanten, meine Damen und Herren, wurden kriminell. Kriminell wurden auch Abgeordnete dieses Bundestages, vor allem solche, die sich selbst und gelegentlich auch die von ihnen betrauerte DDR als besonders demokratisch bezeichnen, die wurden kriminell und gerieten auf die schiefe Bahn. Ich erkläre Ihnen auch, wie. Das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht in Artikel 8 und ist geschützt durch § 21 des Versammlungsgesetzes, Straftat bis zu 3 Jahren, mittlere Kriminalität. Eine Demonstration wie diese am 17.02. zu stören, zu blockieren oder zu sprengen, ist also eine Straftat. Im Übrigen war es keine AfD-Demonstration. Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen. Das war ein Marsch der Frauen, der da stattgefunden hat. Und da muss ich auch sagen, Frau Ley und Frau Bayram, Sie, in Ihrer Fraktion hängen Sie da wohl einem archaischen Menschenbild an. Wenn Sie sagen, 11% der Abgeordneten von uns wären Frauen, denn Sie wissen doch nicht, wie sich meine Kollegen fühlen heute. Vielleicht sind heute 80% der Frauen bei uns. Ja? Und das genauso ist bei Demonstrationen natürlich auch gewesen. Also klären Sie mit Ihren Grundsatzabteilungen mal, ob Sie sowas von hier vorne überhaupt sagen dürfen, dass Sie vom Aussehen her darauf schließen, welches Geschlecht ein Mensch hat. Also Sie machen da wirklich dramatische Rückschritte in Ihrer Entwicklung, das will ich Ihnen sagen. Meine Damen und Herren, schon die Aufforderung, eine Demonstration zu vereiteln, ist nach § 111 Strafgesetzbuch strafbar. Die Blockade selbst ist strafbar nach § 21 Versammlungsgesetz. Auch Beihilfe und Anstiftung ist strafbar, meine Damen und Herren. Schließlich ist strafbar die Unterlassung des Eingreifens durch die Polizei. Und es gibt auch den Straftatbestand der Strafvereitelung im Amt. Wir reden also hier von Tausenden von Straftaten, die von irrlichternden Linken und politisch verführten Kindern nach knapp 13 Jahren Merkel-Regierung in einem inzwischen pathologisch anmutenden Krampf gegen rechts mal so richtig die Sau rauslassen wollten und auch die Sau rauslassen durften. Meine Damen und Herren, Hunderte von Straftaten wurden wahrscheinlich auch verübt von der politischen Polizeiführung und von der politischen Führung sowieso in unserem Land, wobei ich den einfachen Polizisten, Kollege Hilse, natürlich davon ausnehme. Der einfache Polizist kann nichts dafür, wenn seine Führung durchdreht. Und die Polizeiführung und die politische Führung in Berlin ist durchgedreht am 17.02.2018, meine Damen und Herren. So. Ihre Redezeit ist zu Ende. Deshalb höre ich jetzt auch auf, Frau Roth. Das ist ein richtiger, offenkundiger Skandal, meine Damen und Herren. Der zeigt uns, in welchem Land dieses Deutschland, in welchem Zustand dieses Deutschland, dieser Rechtsstaat ist. Dieser Zustand ist erbärmlich, meine Damen und Herren. Er ist erbärmlich und er wird, da bin ich sicher, sich so lange nicht ändern, wie Sie von den Altparteien regieren. Vielen Dank.
Das war die Rede von Stefan Brandner für die AfD-Fraktion. Weiter geht es mit Michael Kuffer, CDU-CSU. Hat jetzt Michael Kuffer für die CSU-CDU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner, Sie gingen im Fasching als demonstrierende weibliche Frauenrechtlerin in Zukunft. Und wir sind bei den großen Skandalen dieser Republik angelangt wieder in der Debatte. Dass wir uns mit dem Schutz von Frauen vor körperlicher und psychischer Gewalt beschäftigen, ist nämlich eigentlich gut und wichtig. Dass wir es aus Anlass eines solchen wechselseitigen Kasperltheaters tun, wie am vergangenen Samstag, ist aber bedauerlich. Und es ist deshalb bedauerlich, weil es der Ernsthaftigkeit des Themas leider nicht gerecht werden kann. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD auf der einen Seite und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken und von den Grünen auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass Sie von beiden Seiten in dieser Sache eng und effektiv zusammengearbeitet haben. Sie, liebe Kollegen von der AfD, indem Sie wieder mal ein Thema, ein ernstes Thema, für Ihren Klamauk missbraucht haben, indem Sie vom Demonstrationsgrundrecht zwar formal im zulässigen Rahmen Gebrauch gemacht haben, es aber inhaltlich geradezu ad absurdum geführt haben. Und das passt in Ihre Linie. Sie versemmeln jede Woche ein wichtiges Thema. Beim Thema Grenzkontrollen stolpern Sie über das Europarecht, leisten keinen Beitrag zu der an sich wichtigen Debatte. Beim Thema doppelte Staatsbürgerschaft übersehen Sie das Rückwirkungsverbot, stolpern wieder über Ihre eigenen Füße, veräppeln Ihre Wähler, leisten einen Beitrag von 0,0 zu einer wichtigen Debatte. Und diese Woche machen Sie sich über die Frauenrechte her und ziehen auch dieses Thema wieder ins Lächerliche. Wer sich nämlich die Mühe macht, in Ihrem Wahlprogramm nach frauenpolitischen Zielen und Maßnahmen zu suchen, der ist schnell fertig. Es gibt nämlich keine. Es gibt keine. Sie haben ein Frauen- und ein Familienbild, wie es schon in den 50er Jahren überholt war. Und ich zitiere, ich darf da in dem Zusammenhang aus Ihrem Programm zitieren, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist in ein Bundesministerium für Familie und Bevölkerungsentwicklung umzuwandeln. Mit anderen Worten, Frauen sollen für die AfD der Bevölkerungsentwicklung dienen. Das ist Ihr Frauenbild, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, das Grundrecht der Meinungsfreiheit erlaubt einem auch, sich lächerlich zu machen. Da können Sie von der AfD wirklich froh sein. So, und nun, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken und von den Grünen, Sie haben in Ihren Reihen jene Personen, die notwendigen Unterstützungshandlungen geleistet haben, dass diese Schauspielerei eine Bühne bekommt, dass eine an sich eine Randnotiz zu einem Event geworden ist. Und auch dafür herzlichen Glückwunsch. Und und das sage ich Ihnen nochmal einfach zur Erinnerung, ohne dass ich annehme, dass es irgendetwas bewirkt. Es ist nicht Aufgabe einzelner Demonstranten bzw. Gegendemonstranten, darüber zu befinden, ob eine Demonstration aufzulösen ist oder nicht. Das ist Aufgabe der Behörden, es ist Aufgabe der Polizei, und die brauchen dabei von Ihnen keine Nachhilfe. Und ich sage Ihnen noch was zu der Meinungsfreiheit. Sie ist nicht nur ein Freibrief, dass man selbst losquatscht. Sie ist auch Verpflichtung dafür, dass man andere Meinungen aushalten muss. Und ich sage Ihnen eins noch, liebe Kolleginnen von der Linken und von den Grünen, Sie müssen da eine klarere Trennlinie ziehen. Sie müssen eine klarere Trennlinie ziehen, dass Ihre beiden Parteien eine gefährliche Nähe und Verbundenheit zu linksautonomen Kreisen pflegen. Das konnte man nicht erst bei den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg beobachten. Auch das muss aufhören. Schade, dass die eigentlichen Ziele, um die es geht, nämlich die Sicherheit im öffentlichen Raum, die Sicherheit
von Frauen vor Übergriffen in der Debatte in den Hintergrund getreten sind. Gut, dass sich die Union trotzdem um diese Themen kümmert. Wir haben seit dem Jahr 2015 allein für die Bundespolizei einen massiven Stellenaufwuchs beschlossen. Wir haben als CSU für die Bürgerinnen und Bürger eine Sicherheitsgarantie gegeben, die wir mit der Forderung nach 15.000 Stellen bei den Sicherheitsbehörden einlösen. Sie wissen, dass wir uns hier 1:1 durchgesetzt haben. Wir haben das Sexualstrafrecht verschärft, um sexuelle Übergriffe auf Frauen wirkungsvoller zu bestrafen. Sie können sich weiterhin mit Schaufensterfragen beschäftigen. Wir kümmern uns um die Themen. Insofern können Sie Ihre Zeit investieren, sich bei diesen Themen lächerlich zu machen. Wir setzen sie anders ein. Vielen Dank. Die Rede von Michael Kufer war das für die CDU-CSU-Fraktion mit seiner Kritik einerseits an der AfD und andererseits an Linken und Grünen. Schaufensterfragen hat er hier gesagt und ihm vorgeworfen. Weiter geht es mit Leni Breimeyer für die SPD-Fraktion, die hier ihre erste Rede hält. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, jetzt reden wir heute über den frauenlosen Frauenmarsch am letzten Samstag in Berlin. Und ich habe mich schon darüber geärgert, dass überhaupt dieser Begriff des Frauenmarsches benutzt wurde, weil Frauenmarsch steht natürlich für was völlig anderes. Wir haben letztes Jahr in den USA und weltweit waren Millionen von Frauen und auch Männern unterwegs und haben demonstriert für Menschenrechte und demokratische Werte, gegen Sexismus, gegen Rassismus. Und ich finde es einfach perfide, wenn die AfD und ihre Anhänger diese Begriffe für sich benutzen. Das ist eine Entwertung dieser Begriffe. Und das habe ich richtig schade gefunden. Und jetzt haben wir am letzten Samstag eine Demonstration erlebt, die sich im Wesentlichen gegen Flüchtlinge gerichtet hat. Mit der Überschrift, das habe ich irgendwo gelesen, diesem Moloch aus Brutalität, sexuellen Übergriffen bis hin zum Mord entgegenzutreten. Und das sage ich mal, welche Feinfühligkeit, wenn es darum geht, Übergriffe zu verurteilen, wenn Muslime sie an deutschen Frauen verüben. Aber wie schmerzfrei ist man eigentlich, wenn Deutsche ausländische Frauen missbrauchen, wie es hunderttausendfach jeden Tag in den deutschen Bordellen vorkommt, wo osteuropäische Frauen Menschenrechtsverletzungen erleben. Wie egal ist es einem eigentlich, wenn muslimische Männer gegen muslimische Frauen die Hand erheben? Wie wurscht ist es einem eigentlich, wenn deutsche Männer gegen deutsche Frauen die Hand erheben? Ich finde, das ist eine ziemliche Einengung des Themas, was hier stattfindet. Es geht darum, deutsche Frauen vor Flüchtlingen zu schützen, und alles andere ist einem einfach egal. Ich wohne in Eislingen an der Vils. Das ist eine Kleinstadt im Schwäbischen. Wir haben da 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wir hatten in den letzten 9 Jahren in diesem Ort 6 Tötungsdelikte. Opfer waren 4 Frauen und die Täter waren allesamt weiße christliche Männer. Und deshalb meine Küchenstatistik, die stimmt mit der Statistik der Polizei überein, dass die meisten Gewaltdelikte verübt werden im sozialen Nahraum und bei häuslicher Beziehungsgewalt. Und wenn wir uns das mal im Detail anschauen gemeinsam, dann wäre hier der Gender-Mainstreaming-Ansatz absolut angemessen, das mal drunter zu deklinieren, was passiert wo und wie kann man die Dinge lösen. Aber das wird ja abgelehnt. Natürlich sehe ich auch, ich sehe die kulturspezifischen Unterschiede in der Achtung gegenüber Frauen, und es ist auch ein Problem, aber es ist nicht das alleinige Problem. Und Sie legen den Hundehaufen unters Mikroskop und schauen sich alles genau an, und den riesen stinkenden Misthaufen von Gewalt gegen Frauen nehmen Sie überhaupt nicht zur Kenntnis, und das ist ein Problem. Und Gewalt gegen Frauen ist bei der AfD sowieso kein Thema, weder im Wahlprogramm noch sonst irgendwo. Im Wahlprogramm steht nichts zum Thema Finanzierung von Frauenhäusern. Es steht nichts zum Thema Unterstützung von Missbrauchsopfern. Es ist einfach nichts drin. Und deshalb verwahre ich mich einfach dagegen, dass Rassismus unter dem Deckmäntelchen des Feminismus daherkommt. Und denn Feminismus ist antirassistisch. Die Demo am letzten Samstag
Die Demo am letzten Samstag, die war inszeniert. Die Proteste dagegen haben Sie einkalkuliert und Sie sind Teil Ihrer Empörungsstrategie. Das ist so durchschaubar, wie es inzwischen langweilt. Auf jeden Fall haben die Frauenmärsche von der AfD organisiert, haben nichts zu tun mit Frauenmärschen, wo Frauen aller Milieus, unterschiedlicher Kulturen und Szenen, Religionen, Communities unterwegs sind und für ihre Rechte kämpfen. Missbrauchen Sie nicht den Begriff. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Rede von Leni Breimeyer war das für die SPD-Fraktion. Nächster und letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde ist jetzt Philipp Amthor für die CDU-CSU. Aber das machen wir anders. Letzter Redner in dieser Debatte und auch zum ersten Mal jetzt am Redepult des Deutschen Bundestags begrüße Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt am Ende dieser Aktuellen Stunde zum Thema Demonstrationsrechte von Frauen stärken, müssen wir doch feststellen, dass wir über das Thema eigentlich hier kaum gesprochen, sondern uns vielmehr mit uns selbst beschäftigt haben. Und wissen Sie, der traurige Ausgangspunkt ist doch, dass beide Seiten des Parlaments, die rechte wie die linke Seite des Parlaments, hier eine Demonstration genutzt haben, um für ihre politischen Inhalte hier im Bundestag zu polemisieren. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Wir müssen nämlich vor allem über eines reden. Wir sollten am Ende dieser Debatte über das Thema Rechtsstaat mal ganz deutlich reden. Und meine Damen und Herren, bevor ich zum Rechtsstaat komme, sage ich Ihnen eins. Ich als Staatsbürger, ich hätte persönlich keine Lust, mich gemein zu machen mit Herrn Bachmann bei dieser Demonstration. Aber ich hätte auch keine Lust, mich mit der Antifa gemein zu machen und vielleicht mit Hans-Christian Ströbele dort, mit dem RAF-Anwalt Hand in Hand zu einer Gegendemonstration zu gehen. Das würde ich beides nicht machen. Aber ich sage Ihnen eins. Gleichzeitig bin ich aus einer rechtsstaatlichen Perspektive sehr froh. Ich bin aus einer rechtsstaatlichen Perspektive sehr froh, dass beide Gruppen das Recht haben, hier in unserem tollen Rechtsstaat zu demonstrieren. Und das ist nämlich der wichtige Punkt. Und der Ausgangspunkt ist nämlich eins, den Sie jetzt auch sehen sollten. Wir sind in der Situation, dass wir mal das Bild von Justitia bemühen können. Justitia, die eine Augenbinde trägt. Und sie trägt nicht die Augenbinde, weil sie Dinge aus dem Rechtsstaat ausblenden will, sondern weil ihr die politischen Positionen von Demonstranten egal sind. Und Fakt ist, beide hatten hier das Recht, auch entsprechend zu demonstrieren. Und deswegen verbietet sich eigentlich auch schon das Thema, wenn ich lese, Demonstrationsrechte von Frauen stärken. Wir können reden über Frauenrechte, aber Demonstrationsrechte gibt es für Männer und für Frauen. Und da gibt es Artikel 8 und der gilt für alle Deutschen und der gilt nicht für Männer und für Frauen unterschiedlich. Und dann sage ich Ihnen auch noch eines. Wenn wir über den Rechtsstaat reden, den ich hier aufrufe, dann heißt es, ja, wir haben hier Freiheiten. Und beide Demonstrationsgruppen hatten die Freiheit für ihre Demonstration. Aber für beide Gruppen gibt es auch Grenzen. Und von diesen Grenzen, wer hier heute gar nicht das Thema war, waren die Polizisten, die vor Ort waren bei der Versammlung. Und ich habe mich unterhalten mit den Polizisten. Und die haben mir gesagt, auch über die Ergebnisse, dass es jetzt Ermittlungsverfahren gibt gegen beide Seiten. Gegen die Störer, gegen die ursprünglichen Demonstranten. Und dann sollten Sie sich vielleicht auf den Standpunkt stellen, dass es dazugehört in einem Rechtsstaat. Dass es dann auch aufgeklärt wird auf beiden Seiten. Und wir haben das ja gehört, Frau Ley, Sie waren dabei, Frau Bayram. Und Herr Hilse, Sie waren alle beteiligt. Und jeder hat sich gut darin gemacht, auf den anderen zu schimpfen. Aber keiner hat gesagt, auch in unseren Reihen gab es Grenzüberschreitungen. Und das wäre doch eigentlich der gute Punkt gewesen. Und ich unterstütze hier jeden darin, dass man dann gegen diese Grenzüberschreitungen auch entsprechend vorgeht. Denn zum Rechtsstaat gehört es nicht nur, sich hinzustellen und zu sagen, ich berufe mich auf die Versammlungsfreiheit, sondern dann gehört es dazu, dass jeder ordnungswidrige Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, dass jede Straftat auch verfolgt wird. Und machen Sie sich Gedanken darüber, wo der richtige Ort ist, das aufzuklären. Meine Damen und Herren, wenn wir uns das mal kompetenziell angucken, haben wir hier einen Einsatz einer Landespolizei. Und glauben Sie allen Ernstes, dass es klug ist, hier mit so einem Deckmantelthema bei der Aktuellen Stunde hier im Deutschen Bundestag jetzt für und wieder Einzelentscheidungen eines Landespolizeieinsatzes auszudiskutieren? Ich glaube das nicht.
Und hinzu kommt noch, dass man sich auch mal fragen muss, ist es überhaupt richtig, hier über konkrete Verfahrensabläufe zu sprechen, oder ist da nicht ein Gericht die richtige Stelle? Und das ist nämlich so, dass wir sagen müssten, wo sind eigentlich die richtigen Stellen, um Grenzüberschreitungen anzugehen? So, und dann kommt dazu, das freut mich ja, dass Sie das so sehen. Ja, das ist auch gut. Und deswegen will ich auch sagen, beim Thema Rechtsstaat, wenn Kontrolle dazugehört, gehört dazu auch. Und das ist zumindest auch ein legitimer Punkt der AfD. Es gehört auch dazu, dass sich die Polizei kontrollieren lassen muss. Aber wenn Sie sagen, dass die Polizei hier grob sich zum Werkzeug gemacht hätte, politischer Führung und andere mehr, dann ist das, glaube ich, nicht das richtige Verständnis. Wir sind stolz auf unsere Polizisten und wir stellen uns vor unsere Polizisten und wir wollen nicht, dass Sie die hier zum Spielball der Politik machen. Und deswegen werden wir das auch entsprechend aufarbeiten. Und Rechtsstaat ist das Gebot der Stunde und nicht gegenseitiges Polemisieren. Und dann freue ich mich, wenn wir irgendwann mal auch substanziell über das Versammlungsrecht reden und nicht nur mit solchen Schaufensterdebatten. Herzlichen Dank. Philipp Amthor war das für die CDU-CSU-Fraktion, der hier seine erste Rede gehalten hat. Rechtsstaat sei das Gebot der Stunde, hat er gesagt, keine Schaufensterreden. Er war der letzte Redner in dieser von der AfD beantragten Aktuellen Stunde mit dem Titel Demonstrationsrechte von Frauen stärken. Die Sitzung des Deutschen Bundestages, meine Damen und Herren, ist damit zu Ende und natürlich damit auch unsere Übertragung für heute. Morgen früh zur gewohnten Stunde ab 8.45 Uhr sind wir wieder für Sie da. Das erste Thema ist dann eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zur Tagung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Für heute geben wir zurück zum Kollegen Florian Bauer in Bonn.